Ja, wieder super Musik heute. Ja. Ja, hallo. Ich hatte aus Versehen auf privat gestellt gehabt. Das ist ja in der App, da kannst du drei Einstellungen machen. Und ich habe gestern ein paar Tests gemacht gehabt. Man hört mich, oder? Weil ich jetzt wieder die externen Mikros dran habe. Hallo, 1, 2, 3, Test, Test, Daumen nach oben bitte. Aber ich habe mich ja hier auch gehört, ne? Hey! Wunderbar, ich hatte einen Adapter bestellt für das neue Handy hier, weil das hat da keine Mikrofonbuchsen mehr, so wie die alten früher. Und jetzt klappt es wieder mit meinen zwei Mikros, eins nach vorne, eins nach hinten zum Dummquatschen. So, ja, 30 Leute heute. Und mal herzlich willkommen, 17. Hardcore-Musik hier. Da. Wie Birgit geht fremd mit Ignaz, geht da mal gar nicht, ne? Thank you.
Oh, jetzt kommt da die letzte Orga. Ups. Was haben wir denn da? Nee, Kommentar gibt's von mir keinen, sonst werde ich gesperrt. Nee, was haben wir denn da sitzen? Ah ja, okay. So. Was geht da bei euch ab hier? Das wird in jedem Bundesland so laufen, nicht nur in NRW. Lass mal krachen. Stop, you never back.
unser gemeinsames solidarisches Handeln erkocht. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. So. Hiermit ist die Versammlung eröffnet. Ganz kurz nochmal, kein Feuerwerk bitte. Kein Feuerwerk. Alkohol ist verboten, berauschende Mittel. Gut, lass ich die Handgranaten stecken. Glasflaschen, die auf Boden sind, verboten. Ich wünsche euch allen wieder einen erfolgreichen Tag heute. Ich hoffe, wir bleiben trocken, aber es wird wohl nichts. Wir haben die Rundung leicht geändert, die Königstraße, die bleibt, aber dann, danach gibt es eine kleine Änderung. Wir werden nicht länger laufen als sonst. Strecke ist genauso lang, nur halt etwas länger. So, dann werde ich jetzt dafür, wenn keiner irgendwas hat, dass wir direkt durchlaufen. Ja, ich sehe nur nicht. Hm. Wir sind im Krieg gegen Hexe und Tank. Im Krieg gegen Hunizid und Depression. Oh, danke. Merci beaucoup. Das kommt das, sollte man damit schon ein bisschen was ausstellen. Aber wie gesagt, die Frage, wer jetzt den Fehler gemacht hat, der ist noch gar nicht geklärt. Aber ich will nicht darauf bestehen, dass das der Fehler ist. Okay. Ja, so wie es aussieht. Wir müssen sofort ein bisschen hier bleiben. Gleich machen wir die Komplettierung hier mit Kleines. Das liegt daran, dass wir die Ordnung bieten und alles, was dabei haben. Wir kommen jetzt sofort. Das ist das erste Mal. Ich bitte um Nachsicht. Wir werden das hier versuchen, hier ein bisschen zu schauen, bis der Tank da ist. Und dann geht es los oder auch nicht, je nachdem, da können wir dann entscheiden. Ja, was ist das hier? Kannst du das Auto ein bisschen vor hier reinfahren, dass die Boxen in uns rücken? Ja, die Ordnerbinden vergessen. Dann können sie nicht loslaufen ohne Ordnerbinden. Sauber. Ja, aber wir waren das hier. Wir haben nur drei Kinder. Echt? Alle anderen waren gewählt? Also, Wer war am Wählen? Die Frage. Ja, ist schon besser. Wenn wir unsere Stimmen nicht nutzen, dann. Ja.
Also wenn wir nicht wählen, dann werden wir nicht ernst genommen, das ist ganz klar. Also wir müssen schon das Gefühl haben, okay, 20% der nicht geimpften Menschen, die wir gerade auch als Wähler verlieren, könnten ein Problem für uns sein. Also das muss schon aufkommen. Das geht nur, wenn unter uns jeder wählt. Wählen heißt nicht unbedingt das System unterstützen, wir können ja auch kleine Parteien wählen, unser Protest darstellen, wir können Parteien wählen, wie Neo, oder wie hießen die nochmal alle? Neo ist eine, Basis ist eine Partei, AfD wählen viele aus unseren Kreisen. Also das ist alles möglich, einfach um seine Präsenz zu zeigen, wenigstens etwas als gar nichts. Wir wussten natürlich auch nicht, was wir machen sollen. Also meine Frau ist Deutsche und sie, also Stadtdeutsche Stadtbürgerin, die konnte wählen. Hab dann einfach gesagt, wählt Basis, ich kenne mich nicht so gut aus. Ne? Also es ist einfach nur der Protest, es ist nicht, dass ich den Staat nicht so liebe, dass ich jetzt mitmache und so. Das müssen wir uns ein bisschen abgewöhnen. Kann natürlich sein, ich verstehe Menschen, die viel leiden, dass sie den, auch einen Hass entwickeln. Aber vielmehr sollten wir versuchen, es zu retten, es zum Funktionieren zu bringen. Es so zu machen, dass es gut ist, gut läuft und auch für uns besser ist. Und von daher ist jede Möglichkeit, die wir nutzen können, auch so eine Wahl einfach zu verwenden. Genauso wie wir jetzt demonstrieren. Wer demonstriert, zeigt eigentlich, dass er das System an sich eher gut findet. Er will was retten, er will was in Ordnung bringen. Klar, wir demonstrieren gegen falsche Sachen, aber wir nutzen immer noch legitime Methoden. Ja, wir nutzen eine Möglichkeit, die in diesem System auch geboten ist. Also sind wir keine Systemfeinde so gesehen, sondern welche, die irgendwas verbessern wollen. Wenn wir uns so sehen können, werden auch andere uns so sehen. Es ist also unser Selbstbild reflektiert sich nach draußen und die Leute können dann eher erkennen, okay, mich schert dieses Land fast gar nicht, obwohl ich in der Mitte der Gesellschaft bin, aber diese Menschen, denen ist scheinbar dieses Land wichtig. Vielleicht sollte ich denen mal zuhören. Andererseits gibt es auch welche, die sagen, ich will hier mit nichts zu tun haben. Und die kommen dann auch nicht zu den Demos. Aber es ist auch eine Herangehensweise, die ich einfach nachvollziehen muss. Ich muss das akzeptieren können. Die sagen, ich möchte weder diesen Pass haben, noch möchte ich hier für dieses Land demonstrieren gehen. Aber ich denke, alleine die Tat, dass man demonstrieren geht, ist, dass man das macht, zeigt, dass man das Gute, also im Hintergedanken das Gute im Gedanken hat. Deswegen ist dieser Vorwurf, dass Nazis hier werden und so weiter, der ist einfach falsch. Der kann nicht richtig sein. Weil jeder Mensch, der demonstriert, macht es aus dieser, der Absicht, dass er eigentlich Gutes bewirken möchte. Dass er etwas zum Positiven bringen möchte. Weil wer nur Negatives möchte, der würde hier die Häuser anzünden, was anderes machen. Er hätte ganz andere Motive und mit diesen anderen Motiven, er würde sich hier nicht blicken lassen, auf keinen Fall. Er würde sich vor allem auch verstecken. Es gab eine Pegida-Demo und zwar irgendwann im September, Oktober, kurz bevor ich angefangen habe mit den Demos. Letztes Jahr, ne? Also fast ein Jahr her. Und dort habe ich mir die Teilnehmer angeguckt. Das waren 10, 12 Leute. Das zeigt, dass... Also 10, 12 Leute, das ist wahrscheinlich die Orga selbst, die da war und sonst keiner. Und es war ein Streamer da, so konnte ich das über YouTube mir anschauen. Da seht ihr, dass der Vorwurf, hier wären Nazis und so weiter, komplett eine Riesenlüge ist, das wissen wir natürlich. Aber das ist noch so ein Punkt, den man mit auf den Tisch legen kann und sagen kann, hier sind nur Menschen, die wirklich was Positives wollen, was Gutes wollen, aufbauen wollen, weg vom Schlechten, hin zum Guten, auch wenn sie sich irren sollten, das kann ja gut sein, dass wir uns alle irren, ja. Auch dann muss man sie ernst nehmen. Der Grund, weshalb sie auf der Straße sind, ist kein Böser, sondern ein Guter. Ja. Wer schlechte Absichten unterstellt, der macht das entweder aus Unwissenheit oder auch aus Bosheit. Das muss man ganz klar sagen. Und oft ist es boshaft gewesen, was wir tun können. Du sagst es. Das ist das Problem, daran hapert ja bei den meisten an der Boshaftigkeit, dass die Leute sich vorstellen können, dass die Menschen mit Boshaftigkeit an uns gehen, an
uns, obwohl wir eigentlich nur auch das Bessere wollen. Und dafür haben wir ja die Mut, die Wahrheit, um das zu denken, um das auszusprechen und zu zeigen. Keiner von uns ist perfekt, aber jeder kann mal üben an sich. Wenn jemand sich immer noch projiziert, der harte Kern. Ja? Wenn jemand wirklich mal etwas auf dem Herzen hat, was zu sagen hat, gerade wegen der Politik, gerade zum Beispiel auch wegen den Wahlen, etwas sagen möchte, der kann ja heute nach vorne kommen wieder, bevor es losgeht, weil wir warten noch auf Franz wegen der Banner. Wenn er gar nicht kommt, gehen wir ohne Banner. Aber er kann dann nach vorne kommen und erst üben, weil wir sind alle unter uns gerade. Jetzt zu üben und vor Leuten zu sprechen, einfacher geht es gar nicht. Also man hat nie eine Chance sonst dazu üben. Es ist ein paar Millionen YouTuber gucken aber auch mal zu. Die sollte man vergessen vielleicht. Ja, wenn jemand was sagen möchte, gerne. Wo, ist der Franz da? Oh, kommt nicht, ne? Ja, komm. Ganz untypisch für den Mann, ich mal, aber. Dann hier, was sollen wir machen? Kann man nicht? Ja. Nächstes Mal haben wir zwei Leute, die diese Sachen mitbringen und dann teilen wir das auf. Und wenn einer auffällt, hat der andere. Ja. Aber die würden jetzt nicht sagen. Ja, ja, warten noch bis halb, 4 Minuten. Fünf Minuten noch. Das sind um halb los. Ich verzichte. Also Tim, lass erst mal kurz ein Spieler, wenn ich auch. Also die Zeit meinte, wir können ruhig laufen, das ist kein Problem, also auch wenn jetzt die Besten fehlen, weil wir sind ja übersichtlich und alles Leute, die ja schon seit ein halbes Jahr auf der Straße sind, mindestens, wenn nicht sogar mehr, manche noch viel länger, manche jahrelang, ne? Kennen sich alle aus hier, aber wenn wir super nett, dann ist halt alles geklärt, weil das sind immer Auflagen, die erfüllt sein müssen. Ja, wir erreichen den Moment, der versucht die ganze Zeit. Also möchte keiner mehr was sagen, ne? Keiner möchte sich vorne trauen, einmal zu sprechen oder wegen der Parteienwahlen, also wegen Landtagswahlen zu sagen. Okay, also möchte ich nur kurz was sagen, was mir aufgefallen ist. Man hat ja gesehen, an ungefähr 44,5%, was waren die Menschen, die nicht gewählt haben. Also fast die Hälfte, die nicht gewählt haben, ist wirklich sehr viel. Und wenn die Menschen gewählt hätten, das sind Menschen, die auch einen guten wählen meistens, also die nicht wählen. Die sagen dann, wir wählen nicht, weil sie einfach unzufrieden sind. Die haben keinen Bock zu wählen, die sagen, bringt nichts. Alles, aber diese Menschen, diese Hälfte, könnte eigentlich das ganze Ergebnis ändern. Komplett.
wenn sie wählen würden. Das ist das. Wenn die alle wählen würden, dann würde es ganz anders aussehen. Klar könnten die alle das gleiche wählen wieder, wie die anderen auch, aber sehr unwahrscheinlich. Und daher ist das sehr schade, dass das so abläuft. Und wundert mich natürlich nicht, dass die Grünen diese Prozente bekommen haben. Also mich wundert es nicht, weil man hat ja die letztens mit den Friday for Future, die letzten Schüler wurden sehr gepinkt, ne? Die wurden indoktriniert, die wurden sehr manipuliert und mal beeinflusst. Und dann, klar, dass die hingehen und auch die Grünen wählen, ne? Für die Klima, da haben die letzten zwei Jahre Friday for Future davor gut gemacht. Und dann wählen die auch. Aber gut, die Kleinen sind jung, da kann man nichts machen. Und das Problem ist auch, da müssen wir durch erstmal. Wir müssen gucken, dass wir die Menschen zum Wählen, müssen die motivieren zum Wählen, anders geht's nicht. Was möchtest du denn sagen? Also ich glaube nicht, dass Klima und Grün wählen für eine Änderung allein sind. Und ich glaube, dass insgesamt vielleicht auch die Richtung, die Jugend jetzt gerade einnimmt, vielleicht gar nicht so schlecht ist in Richtung Offenheit, vor allem auch das Neue ausgehen, wo wir zum Beispiel Klimaziele verfolgen mit Neuen. Was für Klimaziele meinst du denn, die Politik verfolgt hat, die durch die Jugend jetzt durchgesetzt wird? Dadurch, dass die Jugend die Grünen gewählt haben. Die Politik, die zum Beispiel die Grünen, die vertreten ja die Klimapolitik zum Beispiel. Ich sage nicht, dass die Politik durchgesetzt haben, sondern dass die Jugend. Okay. Hallo? Ich glaube, dass die Richtung, die Jugend jetzt einschlagen möchte, oder die du jetzt gerade beschreibst mit den Wählen der Grünen, dass das eigentlich eine Richtung ist, die wir alle verfolgen sollten. Nämlich unsere Umwelt mehr zu achten und auch tatsächlich manchmal dem Business sozusagen, dem Klima, hinten dran stellen. Und das ist jetzt vielleicht keine Meinung, die ich diskriminieren würde, wo ich sagen würde, das ist jetzt Propaganda oder Indoktrinierung. Hast du gerade vorhin den Bus gesehen? Ja, hast du gesehen? Ja, so ist kein Problem. Aber das ist der Franzis, ne? Ja, natürlich. Links dann, spricht nichts dagegen. Aber wenn den Leuten dann erzählt wird, dass wenn man eine CO2-Steuer zum Beispiel, das ist ja die Grüne, die dafür gesorgt hat, dadurch dann auf einmal die Welt rettet oder das Klima ändert, dann fragt man sich, wen bringt das wirklich? Außer den Politikern, die dafür gesorgt haben, dass es so etwas wie die Friday for Future gibt und die Schulen, die wurden ja mit beeinflusst. Und die Schulen wurden dadurch mit, also die benutzt, die Menschen, die jetzt dann von auf einmal 16, 17 und dann 18 wurden und die dann angefangen haben zu wählen. Dass diese Menschen dann auf einmal die Grünen wählen, weil sie ja dann ein paar Jahre lang dieser Politik hinterhergefolgt sind, das ist das Problem. Ich glaube, dass vielleicht auch eine insgesamt kapitalistische Idee dahinter steht. Denn wenn ich zum Beispiel in einem Hotel übernachte, dann sehe ich gerne. Nicht gerne. Schilder, wo drauf steht, schütze die Umwelt, indem wir deine Handtücher nicht waschen. Das sagt dann, ja, benutze sie nochmal wieder, ja, natürlich. Vermeide den Wasserverbrauch, was insgesamt eine gute Sache ist. Aber dahinter steht eigentlich eine Profitmaximierung. Du kannst mein Globapier dann auch benutzen. Kapitalistischen Elementen oder von Firmen, nun mal, wie das in unserem heutzutage Netzsystem so ist. Aber ich glaube, dass da nicht der Ansatz ist, dass wir die Jugend verdammen oder bestimmte Wähler, denn politische Meinungen sollten da auch offen sein. Wir sollten alle wählen dürfen, was wir wollen. Und das Problem, das ich sehe, ist eigentlich eher, dass wir auch staatlich das okay finden, wenn Unternehmen zugunsten von Kunden ihren Profit maximieren. Es gibt davon Vodafone, Telefon. Ich mal kurz, wenn Unternehmen oder wenn Politiker zugunsten der Interessenvertreter, so gesehen, die auch sich dann die Gewinnmaximierung, ne? Das machen die auch. Und das ist das Problem. Daran hapert. Und deswegen, weil das nicht endet, kann sich nichts ändern. Ne? Und wir müssen gucken, dass wir irgendwann mal hingehen und wirklich Parteien auch mal zeigen, ihr Gesicht zeigen, um auch mal Veränderungen zu. Weil so wird sich das nicht ändern. Das ist das Problem. Da hast du recht, aber ich hätte Angst, dass, wenn ich hier in die Runde schaue, wenn du in der Runde schaust, wissenschaftliches Sentiment wird, also es ist nicht böse gemeint, ich meine, jeder hat seine eigene Entscheidung und das ist auch das, was ich gerade sagen wollte, wählen und auch Entscheidungen soll jedem frei sein, aber wir müssen auch insgesamt als Gesellschaft eher zusammenfinden und probieren, eine freiheitlich autonome
menschenrechtliche Perspektive durchsetzen und nicht Feindesgruppen so zu definieren, wie zum Beispiel junge Wähler oder Leute, die Grün wählen oder die Basis Heute klappt wieder von mir. Ja, kein Problem. Ich weiß, genau, wir müssen jetzt gleich los. Aber eine Sache nur ganz kurz, eine letzte Antwort. Die Grünen haben ihr Gesicht gezeigt, indem sie hingegangen sind und gesagt haben, ne, für Frieden und sonstiges auf der Welt und für Klima. Und jetzt gehen sie hin und sagen jetzt, wir machen Waffenlieferungen, Panzerlieferungen. Wir möchten jetzt da im Krieg sich einmischen und das darf nicht sein. Ne? Ist einfach so. Wer will den Krieg? Hat niemand mehr was zu sagen? Ich hatte was. Ja, nee, danke, danke. Danke. Das bringt uns weiter. Schönen Tag. Ja, ich will mehr was sagen. Gut, wir gehen dann los. So, macht es gut. So. Mensch, so. Du bist halt du läufst dann vor und sagst, ich bin der Banner, ich bin der Banner. Geh mal Musik an. Achso, ja, Ton kann ich ausmachen. Ja, ne? Damit du kein Problem hast. Achso, okay, gut. Ja? Ist gleich da vorne, hier am Baum, wo ich anmache. Okay. Okay. Ja, jetzt werde ich gleich den Ton abschalten, weil er will ein bisschen Gamer-Musik spielen. Ja, die Grünen werden natürlich nie sagen, was sie wirklich vorhaben. Also nicht der Jugend. Ne? Ich habe den Ton noch nicht ausgestaltet. So, stelle ich mal den Ton kurz ab. Lauf mal ein bisschen weiter hinten. Ich muss da den Leintuch ausmachen.
Sind an diesem Tag durch die Impfung umgekippt. Einer ist so schlimm dran gewesen, dass er halt in die Notaufnahme musste. Und als sie dann den Impfarzt gefragt hat, was er denn davon hält, dass diese geimpften Menschen einen nach dem anderen umkippen, wie gesagt, in Duisburg in einem Impfzentrum an einem Tag drei Leute, sagte er, dafür retten wir ja andere. Dafür retten wir ja andere. Das hat er gesagt. Ein Mensch, der den Hippokrates-Eid gesprochen hat, gesagt hat und feierlich versprochen hat, dass er niemanden anderen, also Dritte zugunsten Dritten, seinen Patienten behandelt. Dieser Mensch sagt, es ist kein Problem, dass ein oder zwei sterben durch die Impfung, weil letztendlich retten wir mehr. Das ist Menschenleben aufeinander aufwiegen, das machen nur die Übelsten der Übel nicht. Ein Mensch ist genauso wertvoll wie die gesamte Menschheit. Man kann Menschenleben nicht voneinander aufwiegen. Aber das hat man getan. Man hat gesagt, das Leben dieser einige weniger ist nichts wert. Wir müssen die anderen schützen. Die anderen, das sind die gewesen, die sich vielleicht infizieren. Aber dessen Leben aufs Spiel gesetzt wurde, die wurden gezwungen zur Impfung, indem man sie sozial auf der Arbeit überall ausgegrenzt hat. Politisch ausgegrenzt hat. Wir werden hier den ausgegrenzten Menschen eine Stimme geben und sagen, du hast bisher widerstanden und du wirst auch weiterhin widerstehen, weil es ging diesen Menschen nie um unsere Gesundheit, es ging ihnen nur um eine Sache, um Profit, um Macht. Sie wollten das bisschen Leben, das bisschen Freiheit, das wir noch hatten, das haben sie uns nicht gegönnt und haben sich Pläne gemacht und Pläne geschmiedet, diese Übeltäter, wie sie uns das bisschen auch noch wegnehmen können. Und das haben sie erfolgreich 2 Jahre gemacht. Viele unserer meiner Mitbürger hier in Deutschland haben wie ich und meine Kinder und meine Familie ausgegrenzt wurden aus dieser Gesellschaft. Sie haben einfach zugesehen und nicht die Leute, die Hilfe gebraucht haben, die Solidarität gebraucht haben, waren die Minderheit, nicht die Mehrheit. Die Minderheit, die sich nicht hat impfen lassen. Das war derjenige Teil der Gesellschaft, die eure Hilfe gebraucht hat, die ihr diesen verwehrt habt. Entweder habt ihr euch noch klug verhalten, aber eine Kriminalität begangen, indem ihr euch einen gefälschten Impfpass geholt habt. Damit habt ihr schon ein Verbrechen verübt, einmal auf gesetzlicher Ebene und zweitens gegenüber mir, indem ihr nicht da wart und ihr mich alleine gelassen habt. Und zweitens, die Leute, die sich einfach haben impfen lassen, nee, nicht hier. Von daher, wenn ihr interessant findet, was ich hier gerade von mir gebe, weil das hört ihr nicht in den Medien, ganz sicher nicht, dann kommt gleich eine Kundgebung, da könnt ihr euch das alles im Detail anhören. Das sind Informationen, die für den normalen Menschen unzugänglich sind. Eine Information, die schon mal Interesse wecken sollte,
Wir haben im letzten Jahr mehr Menschen getötet durch die Impfnebenwirkungen, ja, ich rede von der Impfung, die angeblich keine Nebenwirkungen hat, als in den letzten 60 Jahren zusammen, alle Impfungen zusammengerechnet. Gab es weniger Tote als durch die Impfung, durch die Impfnebenwirkungen, die wir allein letztes Jahr hatten. Und das sind offizielle Zahlen. Inoffiziell sieht es noch schlimmer aus. Wer es nicht glaubt, kann selber nachgucken. Aber was ich ganz sicher nicht mitkriegen werdet, ist diese Informationen in den Medien. Weil die Medien haben vom ersten Tag an gelogen, das wisst ihr. Sie haben bisher nichts anderes getan, außer zu lügen. Und leider haben wir keine weitere Informationsquelle oder keine Möglichkeit, an Informationen zu kommen, außer durch die Medien. Jetzt kann man sich, ja, im Internet ist doch, kann man ja noch alles sagen, was man möchte. Leider nein. KenFM beispielsweise wurde geschlossen. Wisst ihr warum? Weil YouTube ist im Sinn, arbeitet im Sinne dieser Macht, aber. Und nicht nur YouTube, andere Seiten auch. Und wir haben schon fast nichts mehr, worüber wir die Menschen erreichen können, außer hier auf die Straße zu gehen. Wir nutzen unser demokratisches Recht, um irgendwas hier noch zu erhalten, irgendwas in Ordnung zu bringen in diesem Land, unseren Protest kundzutun. Aber was passiert? Man peinigt uns ein, man tut so, als ob wir die Jugendlichen wären. Obwohl die Jugendlichen das bisher angehoben haben. Wir haben bisher nicht gelogen. Wir haben bisher immer noch gesagt, es kann euch treffen, das wird euch treffen. Wir haben oft das Risiko, jeder kann sprechen. Wer möchte, kann gleich einfach dazu kommen, wir stellen uns jetzt hier hin und wollen etwas über diese Politik in den letzten zwei Jahren sprechen. Laut sind, weil wir wollen zeigen, dass wir das nicht mitmachen wollen. Wir wollen nicht mitmachen, dass man uns an einen Krieg zieht, dass man die Energiepreise steigen lässt. Das ist nicht die Politik für ein Volk, das man eigentlich schützen sollte vor den Übeln. Wir sind gegen die Ausbeutung dieser Bürger hier. Diese Regierung beute dieses Volk aus, das zu Unrecht. Es kann nicht sein, dass gesagt wird, wir wollen unabhängig von den Russen sein. Mir ist egal, wo ich her mein Gas bekomme. Ich möchte, dass die Preise nicht steigen. Und darum geht es. Das, was du nicht machst, weil du bist nicht auf Straße. Wir ja. Und darum geht es ja. Man muss Mut haben, die Wahrheit zu sagen. Und das fehlt den meisten Menschen. Aber ihr könntet es haben. Ihr müsst nur den Schritt machen. Jeden Montag um 18 Uhr. Geht auf die Straße und zeigt, dass ihr mit dieser Politik nicht zufrieden seid, dass ihr euch in den Krieg ziehen lasst, dass ihr nicht möchtet, dass irgendwelche Panzer oder Waffen nach Ukraine geschickt werden, dass ihr nicht möchtet, dass die Energiepreise steigen und dass nur, weil die Politiker sagen, ihr müsst unabhängig von den Russen sein. Mir ist nämlich egal, und das sollte euch auch egal sein, woher die Energiepreise und die Energiesachen kommen. Und deswegen solltet ihr auch zeigen, dass ihr dagegen seid, dass ihr gegen diese Wucherpreise seid. Darum geht's nur. Ja, ich komme von der Arbeit, Kollege. Wann hast du zuletzt gearbeitet? Ich komme gerade von der Arbeit. Darum geht's ja. Wir sind hier. Wir sind hier und sind laut. Also, weil man eigentlich. Wir haben jetzt hier eine längere Zeit und diskriminieren lassen. Viele von uns sind ungeimpft und haben vieles mitgemacht und sie haben trotzdem, obwohl sie arbeitet haben, sich getestet und sind jedes Mal zur Arbeit gegangen. Und darum geht es. Wir haben vieles durchlitten eigentlich. Vieles. Jeden Tag haben Leute sich hier getestet. Jeden Tag, damit sie zur Arbeit gehen dürfen. Sie wurden damit schikaniert und die ganze Zeit eigentlich nur versucht, uns zu nötigen zu spritzen. Damit man hingeht und sagt, komm, jetzt spritze ich auch, dann bist du endlich frei. Dann brauchst du dich nicht mehr testen lassen. Dann darfst du wieder arbeiten dürfen, ohne dich zu testen. Und das, womit? Was sagt der Test aus? Eigentlich gar nichts. Weil wenn du geimpft bist, dann bist du ja auch eigentlich ansteckbar. Und das ist es ja wieder, die letzten zwei Jahre ist es eigentlich jedem aufgefallen. Jeder, der auch Geimpfte gibt bei uns, jeder, der geimpfte Leute kennt, ist aufgefallen, dass Geimpfte auch schwere Verläufe haben können und sterben können sogar. Und das nicht nur an Corona, auch an der Impfung. Das ist auch schlimm.
immer wieder aufgefallen. Und darüber muss gesprochen werden. Eigentlich ist die einzige Frage, was wir heute schon im Chat hatten, ne? Wann diese Impfung eigentlich verbieten werden sollte. Weil es kann nicht sein deswegen, dass immer mehr Menschen sterben. Und jeder Einzelfall sollte eigentlich besprochen werden. Und er sollte jedes Mal im Bundestag mit einem Gesicht liegen. Mit einem Gesicht muss er gezeigt werden, jeder Mensch, der eine Impfung stirbt. Weil das Einzige, der davon überlebt, und das ist Hugo Schein. Er macht sich die Dollar voll, zum Beispiel. Und auch andere Pharmaindustriefirmen, die immer mehr Millionen Umsatz machen und Milliarden sogar. Und das darf nicht sein. Mit dem Körper von euch, indem ihr spritzt, indem ihr immer wieder nachspritzt, indem verdienen die Milliarden. Und es sind immer mehr Ärzte, die aufstehen und die sagen, es sind immer mehr Impfschäden und immer mehr Impfnebenwirkungen. Und nach der vierten Impfung ist das Immunsystem dann ganz kaputt. Und das ist das ja. Das muss gesagt werden und dafür gehen wir auf die Straße und das zeigen wir. Ja, los, Susanna. Hallo? Ich möchte was zu der einrichtungsbezogenen Impfpflicht sagen, die ja immer noch gilt. Ich bin Krankenpfleger in der Uniklinik in Düsseldorf und wir streiken im Augenblick an allen Unikliniken in NRW, weil eine menschenwürdige Behandlung der Patienten aufgrund des Personalmangels bei Pflege, auch bei Logopäden, Physiotherapeuten nicht mehr möglich ist. Sind wir seit einer Woche am Streiken. Teilweise sind Stationen auch geschlossen, die Betten sind reduziert worden und die Krankenhäuser haben große Probleme, eben jetzt darauf zu reagieren. Sie wollen jetzt auch verhandeln und da fragt man sich schon, ich bin geimpfter Krankenpfleger und ich schaue jeden Tag in meinem Briefkasten nach, ob jetzt vom Gesundheitsamt die Nachricht gekommen ist, dass ich dann eben nicht mehr das Krankenhaus betreten darf, was dazu führen würde, dass ich mich dann arbeitslos melden muss und meine weitere Situation dann eben schwierig sein Leben ist. Ne? Und wenn man jetzt gleichzeitig sieht, halt eben, wie groß der Personalmangel ist und dann werden die Pflegekräfte, die noch da sind, die arbeiten und oft auch die geimpften Pflegenden, die krank werden an Corona ersetzen müssen, ne? Weil sie sich häufiger krank werden an Corona als die nicht geimpften, da fragt man sich, wie verrückt diese Politik ist und wie es nur darum geht, halt eben, dass die Politiker ihr Gesicht wahren halt eben und zeigen, wir müssen weiterhin, wir haben immer recht gehabt und wir ziehen das jetzt durch und wir lassen da nicht diskutieren. Also, sie haben keine reale Argumente mehr, das zu vertreten. Denn selbst das RKI sagt, dass die nicht Geimpften, wenn sie keine Symptome haben, dass sie genauso ansteckend und nicht ansteckend sind wie die Geimpften. Und mit Symptomen, jeder Krankenschwester, Krankenpfleger wird mit Symptomen nicht an Patienten gehen. Wir kennen die Symptome besser als jeder andere. Das ist also auf jeden Fall, also es ist sinnlos, halt eben die zu diskriminieren. Ne? Warte. Ich muss mal eine Frage stellen. Du bist Krankenpfleger? Also Krankenpfleger. Und ein Krankenpfleger behauptet jetzt, dass mehr Menschen krank werden, die geimpft sind, als die, die ungeimpft sind. Habe ich das richtig verstanden? So. Ja, es ist so, dass wenn man zweimal geimpft ist und die Boosterung halt eben noch nicht zu weit zurückliegt, also glaube ich ab 8 Wochen, ist der zweifach Geimpfte ist leichter krank als der, oder krank leichter an Corona als der nicht Geimpfte. Also die Boosterung drückt schon ein bisschen, aber ich merke das in der Pflege häufig, die Immunabwehr für andere Krankheiten, die nimmt nämlich ab. Zum Beispiel kriegen die häufiger Gürtelrose. Ich arbeite in der Neurologie und wir haben jetzt jede Menge Kranke, die halt eben irgendwelche Gürtelrosen haben, zusätzlich zu ihren eigentlichen Erkrankungen. Ne? Also wir hatten diese Impfung, die hat anscheinend das bewirkt, dass es im Immunsystem gegen andere Krankheiten reduziert wird. Ne? Dann noch eine Frage. Also, anscheinend sind ja langsam, das System wird immer abhängiger von ungeimpften Menschen. Die Ungeimpften, die geimpften, krank werdenden Menschen immer mehr versorgen müssen. Wie kannst du jetzt dir erklären, dass man freiwillig auf diese Leute verzichtet? Ja, ich habe versucht, das schon zu sagen. Es geht den Politikern, dem Lauterbach namentlich, halt eben, der wurde schon gefragt bei der Wahlveranstaltung, ob jetzt auch die einrichtungsbezogene Impfpflicht fallen würde. Sagt er, nee, das würde weitergehen. Ne? Also ohne irgendwelche das zu argumentieren, der zieht das durch. Ne? Das geht nur ums Gesicht wahren, würde ich sagen. Das ist keine reale Argumentation. Oder es gibt noch eine Erklärungsmöglichkeit. Sie haben es auf Deutschland abgesehen. Ja.
Das ist auch eine Möglichkeit. Wieso sollte sich jemand so falsch verhalten, obwohl die Datenlage etwas anderes sagt? Einfach nicht sagen, okay, ich habe falsch gelegen, ich muss jetzt doch einen Schritt zurück machen. Ich muss doch die einrichtungsbezogene Impfpflicht beispielsweise wieder rausnehmen, damit ich einfach auf der Wahrheit bin und nicht dieser Lüge weiterhin mich aufopfere. Nein, es geht Ihnen wahrscheinlich gar nicht um dieses Land. Es geht Ihnen eher darum, hier etwas kaputt zu machen. Sie finden scheinbar, wir haben zu viel Freiheiten, scheinbar haben wir zu viel Glück und Freiheit. Und das ist eigentlich alles ein Vorwand, um letztendlich woanders dran zu kommen. Ziele sind ganz woanders, liegen nicht in unserer Gesundheit, weil wenn die Ziele in unserer Gesundheit liegen würden, dann würde man auch so handeln nach der Datenlage. Aber das tut man nicht. Man handelt nicht nach der Datenlage. Also auf jeden Fall schon mal Dankeschön an dir, dass du gesprochen hast. Das für das erste Mal super. Also da traut sich auch nicht jeder. Sehr gut. Gerade wenn die Leute aus dem Fach sprechen, das spricht immer was davon, weil die ja selber erleben, ne? Wie viele Leute dadurch Impfungen nochmal leiden, dass es immer schlimmer wird und dass es auch kein Ende findet. Und das ist das Schlimme, dass die Leute weiterhin genötigt werden. Und weil das alles ein Datum hat mit einem Ablaufdatum in den Apps von den Leuten, die geimpft sind, die müssen immer wieder nach 9 Monaten nachspitzen, weil sonst läuft ja die Gültigkeit ab. Und dann, wenn im Herbst wieder die Maßnahmen kommen, das ist halt ja, es ist keine Verschwörungstheorie, ne, da wird wieder gesagt. Und dann wird wieder gesagt, ja, wenn du keine 2G oder 3G oder sonstiges, wenn du nicht geimpft bist, wenn du nicht gültig bist, dann musst du nachboostern. Und das ist das Problem. Und die Impfnebenwirkungen und das Immunsystem ist dann kaputt. Und dann, ja, was passiert dann? Wenn das Immunsystem kaputt ist, dann wird jede Krankheit den Körper auch kaputt machen. Und das ist das Schlimme. Deswegen sollte man diese Impfung eigentlich verbieten und nicht befürworten. Ja, gehen wir weiter. Wir gehen zum nächsten Standpunkt. Wir sind hier, weil wir laut sind, weil wir sagen, dass diese Impfpflicht, in der einrichtungsbezogene Impfpflicht, dass die einfach sofort beendet werden muss. Wir sind hier, weil wir laut sind, weil wir wollen diesen Krieg beenden. Wir wollen nicht, dass Panzer und auch Waffen in die Ukraine geschickt werden. Deutschland darf sich nicht beteiligen an diesem Krieg. Und auch, wir sind hier, dass wir nicht zulassen wollen, dass diese Politik, diese Regierung uns ausbeutet, indem wir hingehen und sagen, die müssen die Gas zum Beispiel unabhängig von den Russen sein und das darf nicht sein. Wer kennt die Geschichte der Siebenschläfer? In der Geschichte der Siebenschläfer sind diese Menschen 300 Jahre oder einige 100 Jahre, da sind sie in einer Höhle. Kommen da aus ihrer Höhle raus und werfen ihr Geld ist nicht mehr wert. Das erinnert mich an heutige Zeiten, der in seine Höhle kriecht und nicht sagt, gegen all dieses Übel, was gerade passiert, der wird irgendwann aufstehen und aufwachen und merken, sein Geld ist nicht mehr wert. Damit kann man kaum seinen Tag davon machen mit dem Geld, das man sich erspart hat und man hat am Ende nichts mehr. Als ob 300 Jahre vergangen wären. Ihr werdet den einigen Jahren Deutschland nicht mehr wiedererkennen können und dagegen wollen wir uns alle bewahren, indem wir einfach sagen, wir müssen Gegenwehr zeigen, unser Gehorsam hat nicht geholfen, es hat die Lage immer schlimmer gemacht. Dafür sind wir hier. Im nächsten Winter, wenn es wieder so losgeht, wollt ihr dann genau das Gleiche machen und hoffen, dass es besser wird. Das Ergebnis wird ein noch schlimmerer werden. Am Ende werden wir schlechter dastehen als jetzt. Das wird jedes Jahr so laufen. Jedes Jahr wird es immer schlimmer. Wenn wir nicht irgendwann aufstehen, irgendwann aufmachen, unsere Augen mal öffnen, unseren Verstand gebrauchen und anfangen zu denken und zu sagen, ich bin Mensch und ich entscheide selbst über mein Leben, ich lasse mich nicht selbst bestimmen. Das sollten wir mal sagen. Diesen Winter, wenn das nochmal kommt, dann erwarte ich euch alle auf der Straße mit uns zusammen. Das müsst ihr. Ihr müsst lernen, euch zu wehren. Ihr müsst lernen, nicht sehr gehorsam zu sein. Ansonsten werden sie euch immer wieder irgendwelche Sachen vorschreiben. Und das kann nicht sein. Denn ihr wisst doch eigentlich, die letzten 2 Jahre, wie Impfung geschützt ist, die Maßnahmen haben nicht geschützt. Wenn wir die Maßnahmen schützen würden, dann müssten wir jetzt eigentlich alle sterben. Alle. Aktuell müssen wir alle sterben, weil die Maskenpflicht ist weg. Die Maske hat ja geschützt angeblich.
Das stimmt aber nicht. Warum? Warum stirbt ihr jetzt gerade alle nicht? Weil der Corona-Virus soll ja angeblich da sein. Warum stirbt ihr gerade nicht? Ich frage euch im Ernst, es kann nicht sein. Und jetzt im Herbst, wenn er wieder kommt, ja, weil Herbst ist, ist auf jeden Fall der Inzidenzwert wieder oben. Dann müssen wir wieder Maßnahmen machen und dann müssen wir wieder den Menschen schützen. Wovor? Dann müsst ihr wieder Maske tragen und ich schütze euch wieder auf einmal, weil eine andere Jahreszeit ist. Lasst euch nicht mehr verarschen, zeigt Widerstand und zeigt ihr, dass ihr nicht mehr mitmacht. Darum geht's. Immer wenn Angst im Spiel ist, dann solltet ihr euch fragen, ob ihr nicht manipuliert werdet. Wenn Angst im Spiel ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir manipuliert werden. Erst macht man die Angst, die Panik, und später kommen die Gesetze oder die Änderungen im Leben, mit denen man nicht mehr rückgängig machen kann. Schon hat man seine Freiheiten verloren und kann sie nicht mehr rückgängig machen, weil es dann schon viel zu spät ist, weil irgendwelche Übeltäter viel zu mächtig sind, als dass man sie daran noch hindern kann. Wir lassen gerade zu, dass Übeltäter mächtiger und mächtiger werden. Und mein Beweis, warum Übeltäter sind, sie haben uns nur deswegen ausgegrenzt aus dieser Gesellschaft, aus dem Leben dieser Gesellschaft, weil wir uns nicht impfen lassen wollten. Weil wir freie Entscheidung getroffen haben. Und diese freie Entscheidung hat man uns nicht gegönnt, weil man ist nicht für freie Entscheidung, sondern dafür, dass die Bürger sich alles vordiktieren lassen. Das machen, fremdbestimmen lassen. Genau, darum geht es auch. Eigentlich solltet ihr auch zeigen, dass ihr euch nicht fremdbestimmen lasst. Dass ihr selbstbestimmt seid. Dass ihr sagt, ihr macht da nicht mehr mit. Ihr macht nicht mehr mit irgendwelchen Pressekaufmann, Impfpresse. Oder ihr macht nicht mehr mit, dass ihr euch nicht mehr impft, oder beziehungsweise wirklich impft, ne? Dass ihr euch nicht mehr boostert. Weil wenn ihr da nicht mehr mitmacht, dann zeigt ihr auch, dass ihr auf die Straße geht und sagt, ihr macht da nicht mehr mit. Dass ihr endlich aufhört, der Regierung das Gehorsame zu zeigen, indem ihr wirklich aufhört und zeigt, ihr macht da nicht mehr mit. Dann werdet ihr als Virus ein Volk sein, das euch wehrt. Nur dann. Weil nur dann kann sich das ändern. Ansonsten werden diese Machthaber weiterhin hier in Bedrückt ziehen. Und dann wird. Und wieder wird gesagt, ja, Menschen müssen geschützt werden, mit Masken zum Beispiel. Aber das wiederhole ich gerne mal von gerade. Wenn die Masken da schützen würden, warum stirbt ihr eigentlich? Warum ziehst du jetzt die Maske auf? Weil der Umsatz ist wichtig, aber wir brauchen nicht. Und der Trainer auch nicht beim Einkaufen. Das kann nicht sein. Die Menschen sind nur manipuliert, die Masken zu tragen. Aber sie bringt nichts. Weil dazu müssten hier eigentlich alle Menschen sterben. Alle, die jetzt gerade nebeneinander sterben, müssten nichts für tot sein. Weil sie ja alle vorher kommen einfach. Und manchmal sich alles. Ja? Und das ist das Problem. Die Leute sind so manipuliert, dass sie jeden Scheiß aus dem Medien mitbringen. Genau die Leute, dass sie ja die Politiker sagen, die möchten unabhängig sein von den ganzen Gaspreisen. Die möchten unabhängig gegenüber den Russen sein. Ja, und deswegen sagt man, da muss man das Gas woanders kaufen. Weil man unabhängig sein möchte. Und deswegen muss man auch dann hier die Preise alle, die müssen steigen. Wenn Zielpreise steigen, der Preise, das erklärt man, ja, wegen dem Krieg, weil wir unabhängig sein müssen. Aber uns ist egal, und es sollte euch auch egal sein, woher die Energiepreise kommen, beziehungsweise die Energiesache. Gas und alles, Strom, woher es kommt, sollte euch egal sein. Ihr müsst nicht unabhängig von den Russen sein. Nein. Aber ihr lässt es euch auch in Taschen das Geld ziehen. Und das kann nicht sein. Und deswegen müssen die eigentlich auf die Straße gehen. Der Benzinpreis ist innerhalb von einer Woche um 1 Euro gestiegen und nichts wurde bezahlt. Und wenn ihr nächste Woche wieder steigt um 1 Euro, macht ihr wieder nichts. Das kann nicht sein, indem ihr nichts macht, indem ihr weiterhin zustimmt, indem können die Politiker machen, was sie wollen. Und darum geht's. Ihr müsst zeigen, dass ihr euch wehrt. Wir machen Deutschland unabhängig, energieunabhängig, aber dafür müssen wir nur eine Sache machen, wir festklaven einfach die ganze Bevölkerung. Das ist ungefähr das, was gerade passiert. Man wird euch immer gute Gründe für das Handeln nennen, aber nie die eigentlichen Gründe. Gute Gründe, unsere Gesundheit, für die ganzen Maßnahmen, gute Gründe, das ist für unsere Gesundheit. Aber die wahren Gründe sind Macht. Die wahren Gründe sind, dass wir zu viel zu entscheiden haben, zu viel Geld haben, zu viel Macht haben, zu viel Freiheit haben.
Das wollte man uns nicht gönnen. Es gibt in Deutschland Deutschlandhasser. Ich konnte es nicht glauben, aber es gibt sie wirklich. Erst jetzt lerne ich sie kennen. Menschen, die einfach Deutsche hassen oder Deutschland hassen. Die den Niedergang dieses Landes wollen. Man stelle sich jetzt vor, wir hätten ein paar davon an der Regierung oder an den Stellen, wo sie was zu sagen haben. Ihr solltet immer mit Vorsicht genießen, wenn man euch irgendetwas erzählt. Kurz den eigenen Verstand einschalten und fragen, kann das überhaupt stimmen? Denn du weißt nicht, derjenige, der dir das erzählt, ist der selber vielleicht manipuliert? Ist er vielleicht einer, der uns manipulieren möchte? Oder ist er einfach nur dumm? Wir wissen, dass die Taten und die Arbeit der Regierung letztendlich in Deutschland letztendlich uns ärmer gemacht hat und auch noch kränker. Wir haben keine Entlastung des Gesundheitssystems. Ganz im Gegenteil, es läuft alles wie immer. Und unabhängig davon, ob man geimpft ist oder nicht, sind die Krankheitsverläufe oder die Krankheitsraten ganz ähnlich. Und das kümmert diese Leute nicht, weil sie nicht auf Daten und Fakten basiert handeln, sondern einfach noch nach Emotionen, nach Dogmen. Man hat bestimmte Dogmen aufgestellt, wie in den schlimmsten Religionen, die man sich vorstellen kann. Man hat zu tun, was andere sagen. Am Freitag wurde man entschieden, ob man am Montag eine Maske tragen muss. Wisst ihr noch, an den Anfängen? Da musste man Nachrichten hören. Ja, was darf ich machen, was darf ich mir laufen, wie weit darf ich gehen? Das ist so, wir wurden wie Tiere behandelt. Und das hat man uns irgendwann angewöhnt. Und jetzt, wo wir daran gewöhnt sind, kommen wir da nicht mehr raus aus der Sache. Wir sitzen an der Leine, werden hin und her gescheucht und denken immer noch, wir werden frei, obwohl sich alles, wirklich alles geändert hat. Habt ihr wirklich das Leben vor Corona noch? Es hat sich schlichtweg alles verändert. Zu unserem Ungunst nichts wurde besser. Und denkt ihr, dass das rein zufällig ist, dass es wieder besser wird? Oder ist vielleicht eine schlechte Absicht hinter dieser ganzen Sache? Vielleicht Unfähigkeit, vielleicht Dummheit. Wann beginnen wir unser eigenes Verstand zu gebrauchen, damit wir diesen Fehlern aus dem Weg gehen? Wann steigen wir aus diesem Fahrzeug aus, das in die falsche Richtung fährt? Irgendwann müssen wir doch erkennen, wir fahren in die falsche Richtung. Ich sollte aussteigen, wenn wir die nächste Pause einlegen. Aber nein, wir helfen auch noch beim Tanken, geben noch Geld mit dazu. Und wir fahren immer noch weiter in die falsche Richtung. Wenn jemand Geld hat, dann ist er mächtig, die Welt teilweise zu verändern. Dann kann er hier mal einen Protest machen, dann kann er mal da jemanden unterstützen, der ihm hilft, er kann mal Afrika unterstützen, er kann. Wenn jemand Geld hat, hat er sozusagen Macht, um in dieser Welt etwas zu verändern. Und je mehr wir dieses Geld der Bevölkerung wegnehmen und einigen wenigen geben, je mehr diese Umverteilung passiert, desto mehr kann man uns kontrollieren, weil wir nichts anderes mehr tun, außer das Mindestmaß an Leben uns zu ermöglichen. Weil nicht mehr übrig bleibt. Wir können dieses, was übrig bleibt, würde nicht mehr für gute Zwecke einsetzen. Das Gute liegt dann nur noch in den Händen von einigen wenigen, nicht mehr in unseren Händen. Man nimmt uns das weg, die Macht weg sozusagen, etwas zu verändern. Jeder Cent, der dir weniger in der Tasche bleibt, der ist nicht weg. Du hast nicht weniger verdient. Das Geld ist ja noch da, nur es hat jemand anders. Und er sagt dann, was zu tun ist und was zu machen ist. Er bestimmt, was richtig und falsch ist. Man schaut euch gar nicht zu, man schaut uns Menschen gar nicht zu, mit unserem Geld richtig zu handeln. Wir sind ja viel zu blöd, deswegen nimmt man es weg. Noch schlimmer sind die Geimpften dran. Die geimpften Menschen werden für ihre Untertan, für ihr Handeln wie ein Untertan umso mehr belächelt. Umso mehr erlauben sich die Menschen mit geimpften Menschen das zu tun, was sie machen. In Zukunft wird es noch offensichtlicher werden, weil sie denken, weil sie sagen werden, sie haben freiwillig ihre Kinder geimpft, obwohl die Kinder von Corona nicht betroffen sind, aber von den Nebenwirkungen der Impfung. Ganz klar. Wer so etwas Übles tut, seine eigenen Kinder zu impfen, nur weil es jemand gesagt hat, der verdient es doch gar nicht besser. Den sollte man am besten das Geld wegnehmen. Und in Islam, das ist die Denke von den Übrigen. Denkt nicht, die werden euch danken, dass ihr gehorsam wart. Ganz im Gegenteil, ihr werdet belächelt. Ja, ganz kurz nochmal. Bei der CDU, die jetzt gerade im Landtagswahlgang bewundert, die sich gerade feiert.
Ja, Tierwahl, Lebewesen, Gummis, und ihr könnt das nachlesen, Masken, die einfach über Google angeben. Diese Politiker, da sind Minister bei, die haben 48 Millionen Provisionen durch Masken-Deals gemacht. 48 Millionen. Also zum Thema, ne? Also es geht alles nur um die Sicherheit, also die Gesundheit, wie gesagt. Aber diese Minister, die machen sich die Taschen voll. 48 Millionen. Die wollen gewählt wieder. Ich weiß nicht, was das noch wird. Und zwar, die Regierung züchtet uns und unterzieht uns. Dass wir als einfaches uns gegenseitig bekämpfen. Wir werden auch, dass wir mit dem Finger aufeinander zeigen und uns gegenseitig bekämpfen. Stattdessen sollten wir aber nach oben zeigen, wo nämlich die Elite sitzt und alles, was in ihr steht. Anstatt nämlich nach oben zu zeigen und die anzugreifen oder die anzusprechen, die dafür verantwortlich sind, bekämpfen wir uns nämlich selbst. Es entstehen verschiedene Lager, die Geimpften und Ungeimpften. Und wir bekämpfen uns dann selbst. Und dazu werden wir von der Regierung umgezogen. Weil die genau wissen, dass wenn wir das einfache Volk zusammentun und aufstehen und was dagegen tun, was dort alles passiert, die haben Angst davor, weil die wissen genau, dass sie dann von den Thron gestoßen werden und das Spiel dann nicht endet. Eigentlich geht es wirklich nicht darum. Weil wenn jetzt Einigkeit bestehen würde, dann hat er recht. Das ist eigentlich ein Fakt, der 100% wahr ist, der ganz vergessen würde. Wenn Einigkeit das ganze Volk bestehen würde, dann würden wir eigentlich sofort die Sache beenden. Darum geht Einigkeit. Teile und herrschen, das ist die Devise. Leider funktioniert das immer noch. Also dieser alte Trick funktioniert leider immer noch. Wir sollten uns wenigstens doch darauf einigen können, dass es schlechter geworden ist. Also es ist immer noch gut, ja, hier kann man besser aushalten in Afrika als verhungerndes Kind, ja, gebe ich zu, wenn das jetzt unser Maßstab ist, aber wir haben es schlechter als vorher. Jedes Jahr. Und wenn das so weitergeht, wollen wir dann immer noch zusehen? Oder wollen wir nicht mit denen, die das auch sehen, uns endlich mal verbünden und sagen, wir sind gemeinsam stark und wir wollen alle, dass es besser wird, nicht schlechter. Wieso sollte man es schlechter haben wollen? Dann kommt man einfach montags um 18 Uhr zum Burgplatz Rathaus und läuft und zeigt einfach nochmal einen Widerstand, dass man nicht mehr mitmacht. Jeden Montag um 18 Uhr. Dann laufen wir weiter. In Wahrheit leben wir gerade in einer Zeit, in der Politiker die Waffen liefern und Panzer, die dafür gefeiert werden und noch gewählt werden. Einfach Wahnsinn, dass Menschen diese Parteien wählen. Impfen aus Solidarität, das hat man mit den Menschen gemacht. Man hat sie gezwungen, angeblich vor Solidarität, weil sie nur dann gute Menschen sind, wenn sie sich impfen lassen, sich töten zu lassen. Wieso? Wir haben Nebenwirkungen gehabt. Tausende Menschen sind in Deutschland durch die Impfung alleine gestorben. Und diese Toten, und tot, den Rücken gekehrt. Man hat so getan, als ob es den nicht gäbe. Man hat die Ärzte dazu aufgemuntert, oder wie soll ich sagen, man hat sie so viel Propaganda gemacht, dass sogar Ärzte ihre Impfschäden verschwiegen haben. Wir haben trotzdem nach offiziellen Zahlen mehr Impfungen als in den letzten 60 Jahren durch alle Impfungen zusammen.
Und trotzdem erklärt man uns, oder man lügt uns an, indem man sagt, es gebe keine Nebenwirkung. Das passiert gerade in diesem Land. Und diese Menschen, die sich aufopfern und sterben, und diese Kinder, die sterben müssen, wer wird ihnen das wieder gut machen? Wer wird diesen Menschen das Leben wieder zurückgeben? Seid ihr so mächtig, um das zu können? Wie konntet ihr verlangen von Menschen, dass sie sich impfen lassen, diesem Risiko aussetzen? Das ist meine Frage heute. Zu dieser Frage fällt mir ein, dass gerade aktuell die WHO verzeichnet 2 Millionen Menschen offiziell, die Dunkelziffer ist viel höher, 2 Millionen Menschen, die in Europa schon an der Impfung gestorben sind. An der Impfung, ich rede nicht von Corona. An der Corona-Impfung schon 2 Millionen. Und auch ihr könnt die Nächsten sein, wenn ihr euch weiterhin boostert. Und aktuell hängt man ja schon vom Thema ab. Die nächste Zeit bis Herbst ist ja nicht mehr lange. Aber bis dahin kann man ja mit dem Krieg weitermachen. Weil der Krieg, der ist ein guter Schauplatz. Die EU gibt auch weiterhin da Gas und will 500 Millionen für Waffen ausgeben. Was einfach nur widerlich ist. Weil das soll auch nicht aufhören. Denn auch Finnland wird demnächst der Nächste sein, der dann die NATO beitreten soll. Und auch dann wird da wieder Krieg stattfinden und auch da wird wieder Waffen geliefert. Und das nur, um eigentlich den Feind, der über die Propaganda, über die Medien dargestellt wird, klein zu halten. Wenn auch unsere Politiker und auch unsere Grünen, die gewählt wurden, wie Annalena Baerbock, die hat schon live im Fernsehen gesagt, dass sie den Amerikanern, der Minister, der gesagt hat, dass Russland so sehr geschwächt werden soll, dass er nie wieder einen Angriffskrieg machen kann. Das soll geschafft werden mit diesen Waffenlieferungen. Und das von Parteien und von auch Politikern bei uns in Deutschland wird das zugestimmt, dass ihr es auch genauso sieht, dass von Leuten, die hier gewählt werden. Also, es darf nicht wahr sein. Wie wäre es denn, die Grünen so zu schwächen, dass sie keinen Krieg mehr befürworten könnten? Das wäre doch mal was. Ja, auf jeden Fall. Zumindest doch von den Grünen hätte man noch erwartet, löst das doch friedlich, geht doch mit den Blumen zum Feind, versucht mal eine Versöhnung zu finden, das hätte ich erwartet. Aber die Grünen sind dafür bekannt, dass sie nicht das machen, was sie sagen. Das, was sie sagen, das, was gesagt wird, das würde ich sofort unterschreiben, aber das, was sie machen, ist das Gegenteil davon. Das zeichnet die Grünen hier in Deutschland aus. Frieden schaffen ohne Waffen! 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 Wir sind hier und wir sind auf der Straße, weil wir diesen Krieg nicht, wir wollen diesen Krieg nicht und wir wollen auch nicht, dass auch andere Leute wieder sich die Tasche voll machen. Weil das sind nur wir diejenigen, die Verträge machen mit der Waffenindustrie. Auch wieder die Interessen wieder betreten werden. Und genau das Gleiche war auch mit der Corona-Politik gewesen. Auch da wurden nur Interessen vertreten und nichts anderes. Wir sind gegen die Ausbeutung der Regierung und das ist das Einzige, was stattfindet hier gerade, indem man gesagt wird, dass man unabhängig gegenüber den Russen sein will. Habe ich oft genug schon gesagt. Mir ist egal, woher ich meine Energie bekomme, mein Benzin bekomme oder mein Gas. Ich möchte nicht, dass die meinen, die Preise steigen zu lassen, nur weil man unabhängig gegenüber den Russen sein will. Das ist halt ein Punkt, der gerade aktuell ist und ich immer gerne wieder anspreche. Batman ist hier in Duisburg. Batman ist hier in Duisburg, Lamborghini. Ich habe den Film gesehen von dem. Ja. Ohne den kann ich weder arbeiten gehen, Moment. Noch kann ich in den Und das ist jetzt nicht Batman. Der Beweis ist hier vorne. Batman, jawohl. Konnte nicht was zu finden. Scheiß Ding hier auf. Ohne der Erlaubnis. Da habe ich einfach gerade gewachsen.
Ich konnte nicht ohne die Erlaubnis. Noch so eine fette Gurke im Brabus. Dann AMG. Was ist denn los? Nochmal ein Brabus aus Ungarn, natürlich, wo sonst? Deutsche können sich das ja nicht mehr leisten. Das kam groß in den Medien. Dass er mit dem Öl gekommen hat. Der sich so sehr in mein Leben einmischt und dann mir erzählt, wir wollen ja eigentlich deine Unabhängigkeit, der ist der größte Blut an den Stück. Das geht einfach. Ja, Herr Sebastian, ich bin sogar einen Kollegen von mir, das hätte aber noch 100 extra um sich gehabt, zumindest zu der Zeit auch als Maßnahme. Ja, ja, hätte ich gedacht, ich mache da nicht mit, dass er hier läuft. Ja, da war ich froh, dass die Autos saßen. Ihr kennt alle, Robert Habeck. Ja, da wird ein manchmal schon schlecht, ne? Er befeuert die Klimakrise. Er sagt, Pride for Future, diese Bewegung, die hat geschafft, dass die Grünen mehr Unterhalt bekommen haben. Darum, deswegen habe ich das auch heute schon am Anfang der Rede angesprochen. Er findet auch richtig, dass das Musik dann aus den USA kommt. Das war alles noch seine Rede, die ich gerade sage. Öl aus Hakala. Er stemmt sich gegen die Energiekrise. Er sagt, das schaffen wir. Wir müssen unabhängig sein. Ja. Das ist das aktuelle Politiker, die hier bei uns gewählt werden und gefeiert werden. Und die Leute rumlaufen hier auf die Straße, weil wir das nicht mitmachen wollen, dass Waffen und Panzer geschickt werden nach Ukraine, weil wir uns diesen Krieg nicht anbeteiligen wollen. Die gehen hier auf die Straße, dass die Impfpflicht, wo es aktuell noch gibt, weil sie das nicht wissen, in der Einrichtung bezogen wird, die Pfleger zum Beispiel, dass diese Impfpflicht beendet werden soll, dass kein Mensch darf gezwungen werden zu etwas, was er nicht will. Thank you.
keiner von uns ist perfekt. Keiner. Aber wenn es für ihn geht und es ist dagegen wert, oder auf der Couch liegen wird, der ist selber schuld. Und der ist auch eigentlich schuld darüber, dass es so ist, wie es ist und es schlimmer wird. Jeder von euch, der oben in den Wohnungen bleibt und sagt, komm, scheiß drauf, ich gehe nicht wählen, oder scheiß drauf, wenn die nächsten Maßnahmen wieder kommen, weil Corona wieder gefährdet ist auf einmal, dann bleibe ich halt trotzdem wieder zu Hause, weil ich bin nicht mehr. Und solange ich keinen Widerstand gebe, solange ich nichts mache, solange kann man sich auch nicht einfach beschweren und macht man alles mit. Und das ist auch nicht. Teile und herrsche ist das Motto, was leider immer noch funktioniert. Und wer heute zu uns guckt, mit Vorurteilen, kann sich fragen, woher kommt mein Hass oder meine Vorurteile gegenüber Menschen, die sich nicht lassen. Weil letztendlich, und das ist ja nichts anderes gewesen als eine freie Entscheidung. Ich entscheide mich entweder für oder nein, also dagegen. Aber warum dieser Hass gegenüber dieser Menschen? Man macht sie verantwortlich, obwohl sie nicht verantwortlich sind. Ganz im Gegenteil, sie sind vielleicht die einzige Rettung. Die Rettung vor einem Selbstmord, vor einer Selbstmord in Zukunft. Weil man diese Propaganda geschluckt hat. Von den Medien, die ständig lügen. Von denen wir alle auch behaupten, die Medien würden lügen. Genau die gleichen Medien haben heute in diesem Fall auch wieder gelogen. Man teilt uns und herrscht besser. Fragt euch, wo euer Hass, herkommt, herwirkt. Fragt euch, wieso wir kein Problem auf der persönlichen Ebene. Mit Menschen haben sich impfen haben lassen, aber die geimpft werden, persönlich was gegen uns haben. Obwohl es nichts anderes ist als eine freie Entscheidung. Sich einfach zu entscheiden gegen eine medizinische Maßnahme. Menschen wollen vielleicht natürlich leben, Menschen wollen vielleicht keine Genexperimente mit sich machen lassen. Wieso konnte man so eine einfache Sache nicht akzeptieren? Fragt euch, wieso eure Geduld mit Menschen nur so kurz ist, so befristet ist. Ja, und kein Mensch ist perfekt, aber trotzdem sollte man irgendwann mal gesunden Menschenverstand einsetzen und einmal nachdenken, ob das alles so richtig war, was passiert ist und ob was sich ändern kann. Denn irgendwann sollte mal der Zeitpunkt kommen und sollte man sagen, es reicht, irgendwann muss man wach werden. Denn es gibt immer mehr Ärzte, die sagen, ey, was sind das für verschiedene Krebsarten, die aktuell wachsen gerade? Immer wieder kommen Menschen, die immer wieder Krebsarten aktuell haben, die vorher noch gar nicht da waren oder zumindest alle 10 Jahre aufgetreten sind. Immer mehr Impfnebenwirkungen werden aktuell da sind. Und das darf nicht in den Medien scheinbar ankommen, weil eurem Radiosender, da wird nichts gesagt von Impfnebenwirkungen. Darüber müsst ihr immer nachlesen. Es sind immer mehr und immer mehr Millionen Menschen, die daran sterben. Wer glaubt, gut damit zu fahren, jemand andere hört und selbst nicht mehr überlebt, nicht lebt und sich selbst Gedanken macht um sein eigenes Leben, und dass es ausreicht, sich selbst bestimmen zu lassen, der begeht einen. Auch wenn die Politiker, die das alles jetzt gemacht haben, nicht gute, herzensliebe Menschen, selbstlose Menschen wären. Selbst dann könnten sie sich irren. Ja? Oder sie könnten vielleicht bedroht werden. Weil wir das nicht wissen können, können wir uns auch niemals auf jemand anders nicht verlassen. Meine eigenen Kinder, die erziehe ich so, indem ich genauso. Nicht mal, wenn etwas gegen ihren Verstand, gegen ihre Logik widerspricht, wenn sie etwas für falsch ansehen, aber der Vater ihnen das sagt, dann tun sie es nicht, weil jeder ist für seine eigenen Taten verantwortlich. Wer hingeht und diese Verantwortung ablehnt, der begeht Verrat an seiner Menschlichkeit. Er legt das Kostbarste ab, was er hat, die freie Entscheidung. Das, was uns vom Tier unterscheidet, das legt er ab. Gibt es in die Hände von jemandem, der dumm sein könnte, bedroht werden könnte, der vielleicht falsch liegt? Das macht er. Wer aber denkt,
er würde ja sowieso seinen Verstand nutzen. Obwohl er alles genauso gemacht hat, wie es bisher gelaufen ist. Er sollte sich die Frage stellen, wieso wird es in Deutschland denn jedes Jahr schlimmer? Das ist die Frage, mit der ihr euch auseinandersetzen solltet. Weil wenn wir alle richtig handeln, dann müsste es Tag für Tag besser gehen und nicht schlechter. Aber nächstes Jahr wird es noch schlimmer kommen und übernächstes Jahr umso schlimmer. Wenn ihr in diesem Wissen seid, dass ihr bald hier nicht mehr habt, was es wert ist, dafür auf die Straße zu gehen, dann sollte es heute der Tag sein, an dem ihr aufwacht und sagt, jetzt ist Zeit zu handeln. Bei der nächsten Welle werdet ihr wieder sehen, dass die willkürlichen Maßnahmen weitergehen und ich absolut recht habe. Und in dem Moment, wo ihr seht, dass ich recht hatte und trotzdem untätig bleibt, dann seid ihr mit Täter. Ja. Und man macht euch ganz klar, dass der Putin eigentlich der Täter ist. Aber Putin hat nicht veranlasst, dass die Deutschen die höchsten Steuern und Abgaben zahlen müssen. Putin hat auch nicht veranlasst, dass die deutschen Grenzen aufgemacht wurden und Millionen, eigentlich illegaler gegen unser Land spüren, wieder mal. Und das eigentlich nur mit einem Krieg, den die NATO wieder macht. Und das die ganze Zeit schon, seit Jahrzehnten. Und Putin hat nicht veranlasst, dass tausende deutsche Kinder und Frauen demnächst wieder mal belästigt werden. Putin hat nicht veranlasst, dass die Deutschen die wenigste Rente bekommen in ganz Europa. Putin hat nicht veranlasst, dass Deutsche keine bezahlbare Wohnung mehr haben und dass es immer schwerer ist. Putin hat nicht veranlasst, dass der deutsche Steuerknecht Millionen Beamte und Politiker mit Milliarden eliminieren muss. Und immer mehr Politikerplätze werden dort freigestellt. Putin hat nicht veranlasst, dass es auf Sparguthaben keine Zinsen mehr gibt. Putin hat nicht veranlasst, dass der deutsche Steuerknecht Milliarden nach Brüssel abwickeln muss. Aber hier wurde aufgehetzt auf Putin. Und es geht weiter. Putin hat nicht veranlasst, dass die deutsche Bundeswehr ein wehrloser Schrotthaufen ist. Weil das ist aktuell zu sehen. Putin hat nicht veranlasst, dass Nord Stream 2 beschlossen wird und die Deutschen die höchsten Gaspreise zahlen muss. Das ist nicht Putins Schuld. Auch wenn er euch das klar gemacht, beziehungsweise euch versucht klar gemacht zu werden. Putin hat nicht veranlasst, dass es in deutschen Städten immer mehr aktuell Nobel-Aureas gab. Oder auch immer mehr Vorfälle mit Clans gibt. Putin ist nicht damit schuld. Und Putin hat auch nicht veranlasst, dass es in deutschen Land keine bezahlbaren. Ölflaschen zum Beispiel. Auch darüber wurde wieder Angst gestreut. Genau. Putin hat nicht veranlasst, dass die deutschen Altparteien hunderte Milliarden in die Welt verschicken. Also ich habe vorhin noch eine Ölflasche für 1,79 geschnappt. Jawohl. Aber auf Putin aufgehetzt. Eurovision Song Contest geht es nicht mehr um Punkte. Habe ich gehört. Also wer besser ist im Singen und so, sondern man macht einfach den zum Ersten, den man am liebsten hat. Also die Ukraine. Nach dieser Logik, wen hasst man dann am meisten? Ich sag, wenn man nicht aufhören kann, daran zu denken, dann sollte man auch nicht aufhören, dafür zu kämpfen. Und wenn ihr aufhören könnt, an euer Land und euer Buch, ja, dann bleibt weiter so, bleibt weiter zu Hause, weil es geht ja auch eigentlich um die Zukunft eurer Familie und eurer Kinder. Schafft endlich mal, dagegen euch zu wehren, indem ihr Widerstand setzt. Nein. Nur wenn ihr weitermacht, ihr seht ja, was gewählt wurde. Nur wenn ihr so weitermacht, wird es weiter so gehen. Es wird weiterhin Maßnahmen geben, es wird weiterhin Preise steigern und es wird nicht besser, im Gegenteil. Thank you.
den Medien guckt, ihr könnt es selbst sagen, selbst die aktuellen ARD berichtet in Deutschland schon 500.000 schwere Impfnebenwirkungen in nur Deutschland. In Europa sind aktuell 2 Millionen Menschen schon tot und es sind immer mehr. Ihr könnt es nachgucken, selbst die ARD. Freilebende Menschen, also Menschen, die ihre Freiheit so sehr in den Ring gehen und die zum Beispiel lieber einschränken lassen, indem sie sich die verarschen lassen, indem sie sagen, ja, für ihre Sicherheit. Weil sie wissen, dass man seine Freiheit nicht aufgibt, indem man nur verarscht wird für die Sicherheit. Das wurde ja uns behauptet, gesagt zu werden. Und sie haben versucht, uns klein zu reden, aber das haben sie nicht geschafft. Und auch jetzt laufen wir. Kann gar nichts, okay. Kannst auch immer sagen, wir haben jetzt. Auch Wahnsinn, wie viele Parteien, also 8% ging an die nicht kleinen Parteien, ne, oder? Auf die an 8%. Ist echt viel, ja. Wenn man überlegt, 8%, 8, 16, 24, 32, also ein Vierfacher, wo gerade mal eine CDU gegangen. So viel hat die gar nicht. Die CDU mit ihrer 30% oder 34 ist ja gar nichts. Aber mit gewohnter Kraft machen wir weiter und wir werden jedes Mal Gesicht zeigen. Denn dafür braucht man Mut, um die Wahrheit aufzusprechen. Das fehlt den meisten leider, denn die meisten verstecken sich lieber. Denn wir wissen, dass wir mit diesen temporalen Maßnahmen, die gerade nicht gibt, nicht verarscht werden. Wir wissen das. Schön, mal das Spazieren hier auf der Straße. Ja, ist eigentlich für Menschen, die aktuell immer noch bei der Pflege arbeiten, gezwungen werden für etwas, was eigentlich nicht da. Guck mal, wir werden nicht gezwungen, bis zur Impfung zum Beispiel, aber die hier. Und das darf nicht sein. Deswegen gehen wir auf die Straße für eine freie Impfentscheidung, die immer noch aktuell ist, auch wenn ihr nicht gezwungen werdet, euch zu spritzen. Aber die Menschen, die eigentlich nicht die impfen lassen müssten, die werden gezwungen. Und deswegen gehen wir auf die Straße, für die Gerechtigkeit, weil das ist nicht gerecht. Und wir gehen auf die Straße für den Frieden, weil aktuell, ich sehe keine Menschen auf die Straße, die für den Frieden auf die Straße gehen. Ich höre nichts davon. Nein. Es ist scheinbar richtig so, dass man da in der Ukraine Krieg macht. So sehr haben sie dieses Volk hier aufgehetzt gegenüber Russland, dass es scheinbar nicht mehr nötig ist, auf der Straße zu gehen für den Frieden. Und das darf nicht sein. Das kann nicht sein. Dass man ein Volk so schnell aufhetzen kann, traurig, traurig. Deswegen müsste man auch eigentlich was gegen diese gleichgestellten Medien machen, weil die sind dafür schuld. Wer diese Medien in der Hand hat, der mag dann Feinde darstellen. Wer diese Medien in der Hand hat, der kann eigentlich Ängste herstellen. Der kann alles, der hat die ganze Macht.
Wir haben einen Zeitungsartikel, das mittlere Vermögen pro Person Deutschlands bei 35.000 Wohnungseigentumsquote. Also Leute, die Wohnungseigentum und nicht nur Mieter leben, in Deutschland 51%, Italien 72%, Frankreich 65%. Deutschland ist am niedrigsten, genauso wie im Rentenniveau in Prozent des Nettoeinkommens. Deutschland 48%, Frankreich 74% und Italien 73%. Also wir sind hier in Europa wirklich das Land mit den schlechtesten Quoten. Renteneintrittsalter, Deutschland 67 Jahre, Italien Frauen mit 58 Jahren und Männer mit 62 und Frankreich auch mit 62. Also auch da sind wir wieder am schlechtesten am Abschneiden. Traurig. Und deutsche Politiker werden weiterhin gewählt. Parteien werden weiter gewählt, als ob alles normal wäre. Aber nein, man schaut sich nicht um, man guckt nicht, wie es woanders ist. Es wird weiterhin schlimmer und man will immer noch seinen Untergang. Ja. Genau. Ja. Ich glaube, sie unterschätzen momentan den Zeit, wo reden die Leute untereinander ständig, was ihnen von nicht wirkt, wann Nebenwirkungen haben. Jeder kennt Leute, die nicht. Gleich sind wir zurück und haben es wieder geschafft, wieder ein Montag, kommen wir im Herbst näher und dann können wir wieder die Leute empfangen, die dann wieder auf die Straße gehen, also merken, dass wir wieder mal, ja, zu etwas tun werden, was wir Demokraten nicht betreten werden sollten. Dr. Strasser über Corona-Impfung, 2 Minuten. Nachgewiesen wird, was man früher bezweifelt hat. Es gibt jetzt Publikationen, wonach sogar das Spike-Protein Amyloid-Ablagerung bewirkt, Amyloidosen. Und damit kann es sein, dass es Menschen gibt, die das gar nicht mehr loswerden, die das ständig im Körper haben. Also wenn Sie derzeit über Spätfolgen diskutieren, weiß man nicht. Gibt es keine Daten. Weiß man erst in ein paar Jahren alles. Und nur ganz kurz zu den neuen Impfstoffen. Wie ich habe Novavaxin bestellt, den neuen Proteinimpfstoff, weil zu mir im Dezember, Jänner viele Patienten gekommen sind und gesagt haben, sie wollen den neuen Impfstoff bekommen. Ich habe jetzt den Impfstoff vor 2 Wochen bekommen, habe die Leute alle angerufen, das haben ja praktisch alle abgelehnt. Die wollen sich alle nicht mehr impfen lassen. Die haben sich angemeldet bei mir für den neuen Impfstoff und wollen es nicht mehr. Und habe gesagt, na und so weiter, man hört so viel und so viele Nebenwirkungen und mein Freund hat und mein Onkel hat, die wollen das alle nicht mehr. Und jetzt beende ich nur mal mein Zitat noch einmal mit einer Stellungnahme von unserem Ärztekammerpräsidenten in Tirol, mit dem Dr. Stefan Kastner, und zitiere wortwörtlich: Nach über 2 Jahren Pandemie sei es laut Kastner an der Zeit, eine nüchterne Sicht auf Corona zu entwickeln. Der Krisenmodus ist zu verlassen. Ich habe mir nun schon den Eindruck gewonnen, dass es zu mancher Zeit auch politisch gewollt war, das Thema weiter derart medial am Köcheln zu halten und von anderen Dingen etwas abzulenken. Das sagt der Tiroler Ärztekammerpräsident am Montag dieser Woche. Danke. Ich glaube, Sie unterstützen. Also, liebe Medien, ihr habt alle versagt.
ihr habt euch zum Spielball gemacht von den Politikern oder anders. Liebe Politiker, ihr habt alle versagt. Ihr habt euch zum Spielball der Medien gemacht. Eins von den beiden Aussagen stimmt. Welches weiß ich nicht, aber die Täter, die wissen das bestimmt. Vielen Dank für eure Unterstützung. Wenn noch jemand was sagen möchte, ist jetzt die Möglichkeit noch da. Dennis auch. Also ich denke mal, nächste Woche sehen wir uns wieder. Was wir machen könnten, ist eine Tour durch Hochfeld. Wenn ihr das wollt, möchte ich aber hier nochmal die doppelte Anzahl. Also jeder muss dann einen mitbringen, mindestens. Kriegen wir das hin? Wer glaubt, dass wir das hinkriegen, nächste Woche dann mindestens 200 zu sein? Wieso? Wir machen aber richtig, wir haben ja bisher ohne Werbung das hier geschafft. Und mit ein bisschen Werbung und die Leute herzerren, weil wir machen dann auch die Werbung so, dass wir sagen, wir laufen wieder durch Hochfeld, wenn ihr alle kommt. Ich kostenlose Roller oder so werden verteilt. Oder Rollschuhe. Ne, gut, übernächste Woche schaffen wir es aber. Also nächste Woche ein paar mehr, übernächste Woche machen wir eine Hochfeldtour. Ich melde die jetzt schon mal an. Nächste Woche nochmal wie hier. Die war doch eigentlich ganz gut, finde ich. Und übernächste Woche machen wir Hochfeld, aber wir wollen da ein bisschen stärker auftreten. Mehr Musik, also ein bisschen mehr Trommel und ein bisschen mehr Einladung von Bekannten. Zerrt alle mit. Übernächste Woche machen wir Hochfeld und nächste Woche nochmal die Tour wie hier heute. So, danke sehr. Also nochmal danke für euch alle, dass ihr jedes Mal hier seid. Ihr seid auf jeden Fall Duisburg. Dankeschön. Kommt gut nach Hause. Zum Feierabend. Ja, hiermit ist die Demo offiziell beendet. Dankeschön. Ging ein bisschen abrupt heute, aber ich will euch noch den schönen Westabend. Am Steuer. So, wie müsste ich jetzt sagen, hiermit ist das Stream offiziell beendet. Mittwoch sehen wir uns wieder, Oberhausen, 18:30 Uhr. Tschüss, ciao. Und Freitag dann Essen, Borbeck. Wünsche ich euch noch einen schönen Restmontag. Vielleicht kommt dann noch was zum Montagskino im ZDF. Jo, tschüss dann. Nee.